Ach, wär's verstünde zu blühen, dem wäre das Herz über alle schwachen Gefahren hinaus und in der großen getrost. Das war Rilke, ich bin Thomas Schumacher und ja, was mache ich, um mich in diesen Tagen glücklich zu halten? Wenn ich gerade nicht meinen schweren Gedanken über die Dinge nachhänge, die gerade eben so passieren und die großes Potenzial in sich tragen, um uns Unglück zu bringen und wahrscheinlich auch werden, dann gehe ich raus an die frische Luft und treibe Sport. Das macht Spaß und ist gesund. Heute war ich Inlineskaten, gestern war ich joggen und ich koche sehr viel. Zum Beispiel aus diesem Buch. Das hat mir meine Mama mal zum Geburtstag geschenkt. Und da könnt ihr euch gerne auch mal einen Screenshot machen von zum Beispiel Zwiebelkonfit. Das habe ich gestern gemacht. Hier ist das Rezept. Haut rein. Und Knoblauch-Zitronen-Konfit habe ich auch gestern gemacht. Könnt ihr euch auch einen Screenshot machen. Einmal hier, zack. Und einmal hier, falls vorhin es nicht gepasst hat. Zack. So, los geht's. Nachkochen. Natürlich muss ich auch viel Text lernen für Stücke, die eventuell erst im nächsten Jahrzehnt ihre Premiere haben. Wollen wir es mal nicht hoffen. Und jetzt höre ich Musik und träume vom Tanzen und den geilen Partys, die wir hoffentlich bald alle wieder zusammen feiern werden. Habt's gut, seid lieb zueinander. Tschüss.